Und der nächste Film hat hier auch wieder Preischancen. Ich erinnere immer daran, wenn Sie ins Panorama gehen, also eine sehr dem Publikum zugewandte Sektion der Berlinale, geben Sie Ihre Karten ab, kreuzen Sie an. Es gibt den Publikumspreis am Schluss, verliehen von Radio 1 am Sonntag dann. Also ein ganz wichtiger Preis, der auch allen Filmen immer hilft, dann doch auch ins Kino zu kommen. Das ist so schon eine Art Motor dafür. Der folgende Film hat aber auch schon einen ganz wichtigen Preis bekommen, nämlich den Grand Prix in Sundance, also eines der ganz wichtigen Independent- und Nachwuchsfestivals. Das war natürlich eine große Ehre, gleich für das Debüt eben auch einer jungen Regisseurin. Der Film heißt Sandstorm aus Israel. Bitte begrüßen Sie Edith Sechser. Hi, good to see you. Shalom. Shalom, hi. Thank you for having us. And congratulations again for Sundance. Amazing. Wasn't it great for you? Fantastic. It was amazing, yes. Really, really great experience. Das war eine großartige Sache. Und ich freue mich sehr, dass sie einen ihrer Darsteller mitgebracht hat. Das ist ein Film, der von ganz wunderbaren, sehr natürlichen, sehr lebendigen Darstellern lebt. Und das Tolle ist, er war nicht mit in Sundance, man kann auch nicht alle mitnehmen, hat den Film tatsächlich jetzt erst gesehen. Vor einer Stunde ist einer der Hauptdarsteller, spielt den dominanten, manchmal auch ganz zärtlichen Vater. Also er ist Araber, nicht? Wohingegen die Regisseurin Israelin ist. Haitham Omari. Hey, hello. How are you? Hello. Thank you. How was it for you? I just told them you saw the movie 1 hour ago, the first time? Yes, it was amazing. Yes. I tried to see it before, but yeah. She didn't allow me when that was in the editing. Yeah. So how did people react here? Was it good? They like it, you know, and the most of the people, they stayed for the Q&A. Mm-hmm. You know, if they didn't love it, they will go out when they change. But after the Q&A, they still, they want to understand more and to question us about the movie and this community, the Bedouin mm-hmm. community, that they want to ask and to know more about it. Yeah. And this is give us a push that they want to know more. And the people, they will start to research about this community. Also ich habe ihn gefragt, erstmal hat den Film tatsächlich jetzt erst zum ersten Mal gesehen, weil die Regisseurin es immer verhindert hat, dass er ihn nochmal vorher sehen kann, aber es ist natürlich ein großer Augenblick, bei der Premiere dabei zu sein. Und er hat auch gesagt, es war eine gute Reaktion, die Leute wollten auch bei der Frage danach, dann Frage-Antwort dabei bleiben, sie wollten viel erfahren über die Beduinen, darum geht es ja in diesem Film. Und er hat auch das Gefühl gehabt, die wären ja sonst gegangen, wenn sie es interessiert hätte. Und das fand er gut, weil es gibt dem Film auch nochmal so einen Druck und so ein Interesse. So, you already mentioned the Bedouins. So we are in a very special community and I remember traveling through Israel, I saw the villages, but they are very isolated, and all the guides told us there's no use to go there, they won't speak to you, they are isolated, they are very, very special. So, but you did a movie about this community, how great, and how did you do that, and why, for instance? Also, let me translate my question. Also, es geht um Beduinen, und wenn Sie vielleicht in Israel waren, dann wissen Sie, das sind immer sehr isolierte Dörfer, man kann da nicht einfach hingehen mit denen reden, die haben schon ein sehr eigenes Leben, eine sehr abgeschlossene Kommune, und deshalb interessiert mich sehr, warum dieser Film und wie. Well, I always had access because I was brought there by my mother, who had very special relations with them for years, and they're very good friends with her, and she always told me you have to come, you have to meet them, and I went with her, and we went to very different villages, and a lot of people are very good friends with us. So I've known them from a lot of people there for 10 years, and I have very good friendships with all of them, and with some of them I went through similar experiences to what is seen in my film. And after going through a lot of them and had quite emotional experience together with them, I decided I have to make this film. So that's why. Also sie hat sehr wohl Beziehungen und kennt Beduinen, weil ihre Mutter auch Leute kannte, Freunde hatte. Also da gab es durchaus einen Bezug, auch die Dörfer ringsum. Sie kannte die Leute, sie hat mit ihnen gesprochen, mit ihnen gearbeitet. Und viele dieser Erfahrungen der Gespräche sind in diesen Film eingeflossen, sind Teil dieses Films. But I do think that my film shows what you said. It shows a village that right next to it there's a road that a lot of Israeli cars pass through it all the time, back and forth and back and forth, and they can't stop and see what's going on inside this village, that these people live without water and without electricity and without sewer systems and without really conditions that normal people live in a democratic country. So I think it is in this film, and a lot of Israelis that watch the film until now told me, we pass next to these villages all the time, we see them all the time, but we can never see what goes on inside them. And now for the first time, I feel like I can watch inside the villages. So it's part of why I made this film. Also sie sagt auch, was ich gesagt habe, es stimmt zumindest wie dieses Dorf dort, also weil das liegt in so einer Straße, wo die Leute nur vorbeifahren, auch nur vorbeifahren können, also sie könnten da gar nicht halten und reingehen, deshalb ist es eben auch wirklich eine sehr isolierte Gemeinde, da gibt es auch keine Elektrizität, kein Wasser, also es ist schon auch ganz merkwürdig, wie die Lebensbedingungen dort sind in einer Demokratie, nicht wie sie betont, und sie sagt, gerade der Film löst jetzt bei vielen Leuten in Israel sowas aus, man sagt, man fährt da jeden Tag an so einem Dorf vorbei, jetzt habe ich eigentlich den Eindruck, ich war da doch schon mal da, ich habe es gesehen von innen, ich weiß, was das für eine Gemeinde ist, und das ist auch der Grund,
warum sie den Film überhaupt gemacht hat. So you worked with them, they told you their stories, it's part of the movie. But I think the actors are not Bedouins. No. I'm from East Jerusalem. I'm not a Bedouin, but you know, it was a little difficult because we wanted to learn their life. You know, this community is stayed and in their heritage for 300, 400, 500 years. They are feeling that they are strong when they are in one unit, in one community. They're afraid if they go anyone from this unity to another place, he will feel alone. So they are you find them all, most of them, they are together in one unity, one community. Also die Schauspieler sind keine Beduinen, auch unser Gast, also Haitham ist aus Ost-Jerusalem, Araber aus Ost-Jerusalem, aber er sagt ihm, das Besondere ist ja, dass die eben so zusammenhängen, nicht, dass die Gemeinden wirklich denken, sie können nur überleben, wenn sie eben zusammenhängen und sich eigentlich auflösen würden, wenn sie sich einen Schritt herausbewegen würden aus der Gemeinde. Also all actors are Arabic? Or? I can't actually shoot Bedouin women and show them on screen. Because they're very traditional. Yes. So the women I knew from advance, they're definitely going to be Bedouins. And the men, some of them are Bedouins, some of the smaller parts, but for the main part, yeah. I think Haitham was just so perfect, I couldn't help myself. Also sie sagt auch wirklich, bei den Männern, da gibt es so kleinere Rollen, bei den Frauen ist es völlig ausgeschlossen, nicht? Aber sie sagt, er hat ja so einen tollen Hauptdarsteller, so einen Star ihres Films, der wäre gar nicht zu ersetzen. But the story is really told from a female perspective. We had a very beautiful, great, strong young woman. Everyone will love her. Her name is Lamis Amar. Yes. Yes. Fantastic. And she's quite contemporary, quite modern, but the daddy is a bit, well, ambiguous. You don't know exactly what is he really thinking about her. You look like you didn't like the daddy. Sometimes yes, sometimes not. This is his life. This is where they put him in then a situation between to let his daughter go out of his community and or to keep his family around him. You know, everyone, every father in the world is looking to keep his family around him and to give the love for and the trust for his sons and daughters. So sometimes, you know, it's difficult when the trust damaged between the father and his daughter. So maybe because his reaction, you start to hate him. But this is the life sometimes. Let me translate and then again. Also, ob ich den Vater mag, sage ich ja manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist schon auch eine sehr ambivalente Figur. Und er sagt aber, klar, er ist ein Vater, der will die Familie zusammenhalten. Einerseits natürlich weiß er, muss die Tochter gehen lassen, aber er will die Familie auch in so einem traditionellen Sinne zusammenhalten. Und dann entsteht ihm sowas. Und das kann eigentlich jeder verstehen. Jeder Vater versucht, irgendwie die Familie zusammenzuhalten, die Tochter irgendwie an sich zu binden. Insofern verhält er sich dann eben auch so widersprüchlich. I think the father is not, I don't know if it's my favorite, but he's definitely one of my favorite characters in the movie. I love him, I feel most for him. And good, yes, it's because of you, Haitham. And and I think the way I see the character is that he sees himself first and foremost as a good family man. He loves his daughter, he loves his wife, he would do anything for them. It's in the beginning of the movie, it's so important for him to give them anything he can, even if it's a little bit outside of the rules. He will let his daughter go to university, he will let her get the driver's license, he will do anything he can, but when she crosses a red line for him, that he can't let her cross, not just because of him, because of the community around him, he is mad. He is mad, not because she crossed it, but because he can't let her cross it. And suddenly everything is stripped down away from him. He's no longer a good husband, he's no longer a good father, and everything that he was so loving about himself is no longer there. And he feels like that's all he wanted. He wanted to be a good family man, and he can't anymore. He just can't. And so everything he does is from a painful place. It's not because he's mean or bad, or he can't. He can't. That's his drama. Also, sie hat nochmal seine Tragödie eigentlich beschrieben, dass er ihm durchaus sogar bereit wäre, der Tochter eine gewisse Freiheit zuzubilligen, sie auch ziehen zu lassen. Aber er muss ihm versuchen, natürlich die Tradition, auch dieses System der Gemeinde zu erhalten, die Tradition. Und deshalb ist es nicht möglich, dass sie eine bestimmte rote Linie überschreitet, eine bestimmte Grenze überschreitet. Da versucht er sie dann doch wieder zurückzuholen. Und zwar nicht, weil er jetzt böse ist oder ein fieser Kerl, sondern einfach, weil das eben Teil ist der Identität übrigens auch dieser Gemeinde. Deshalb kann er sich nicht anders verhalten. But very interesting, by the way, is that we have a very, as I said, female perspective. We have the mother, which is an amazing, strong character in the movie. I loved her.
Mutter. She's also humiliated. Also es gibt die Mutter, die ist sehr, sehr gedemütigt, weil er nämlich eine zweite Frau nimmt, the second wife, zweite Frau. Damit ist sie eigentlich, in that moment, when he takes a second wife, she is not a woman any longer. This is really strange. Well, it's a mustache and so on. He's really humiliating her in a very strange way. But the mother, she should be more, well, with the daughter, she should feel some solidarity because she knows how hard it is for a woman to be humiliated. Why does she act the way she does in your movie? Also die Mutter, die ja so deprimiert ist und auch gedemütigt wird, müsste sich doch eigentlich zur Tochter solidarisch verhalten. Das tut sie aber nicht. I think the mother knows what the reality is. She knows what the rules are. She knows what you can and cannot pass. She has just been through something with him that he knows that he is going to cave into society and not cross that red line because he just took a second wife because of society pressure. And when her daughter comes and tells her, father will be there for me and he will save me, she tells her, oh, really? Oh, really? I know what's going to happen. And so she knows better than to let her daughter believe in something that's not going to happen. It's not that she doesn't feel for her, that she wants to save her from doing a really, really big mistake. Also die Mutter ist einfach Realistin. Sie weiß, was geschehen wird, wenn die Tochter ihren eigenen Weg geht. Wenn sie sich löst, dann wird eben Schlimmes passieren. Deshalb ist es auch bei ihr nicht so, dass sie die Tochter unterdrücken will, sondern sie will einfach nicht, dass die Tochter das durchmacht, was sie selber auch durchmacht, nämlich diese Demütigung eben auch durch die Hochzeit, also mit dieser zweiten Frau. These are all very, very interesting, very strong things in the movie. And still, I'm very surprised that you are able to tell a story like that. You are Israeli and have really an inside view here into a, for me, very strange community. So how did you do that? I've been going back and forth for 10 years, and when I first decided to make the movie, it took me another 2 years to actually start doing it, and then I decided I want to make a short film first to test that it can actually be done, and I went and I did a short film titled Tasnim, which is the name of the younger daughter, and I wanted to see how it's going to be for me to make a film about a culture that's not mine, and also I wanted to see how the Bedouins are going to react to it, and it worked out really well for me because I loved making it, and they took the DVDs of the film and they passed it around in the village. And after that, for months, they were telling me, when are we going to do the other one? When are we going to do the longer one? How can we make it faster? They loved the experience too. And then I decided to go ahead and do the feature. And then for about 4 years, I went back and forth and back and forth. And every time I would hear an opinion or a sentence or a story or something that would make me feel like I didn't get it just right from their point of view, I would change the whole script again and write it again and do it again. Until I felt I got it just right, and it's the way they see the world. And only then we went to get money. Also ich habe nochmal gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass eine israelische Regisseurin uns so eine Innenansicht einer solchen ja auch geschlossenen Gemeinde mit all ihren Ritualen und Traditionen so vermitteln kann? Und dann hat sie diesen langen Weg beschrieben, den sie gegangen ist. Also 10 Jahre, immer hin und her, immer wieder neu angefangen, dann nochmal 2 Jahre direkt daran gearbeitet. Sie hat einen Kurzfilm gemacht zu diesem Thema, wo auch die Tochter schon im Mittelpunkt stand, hat auch die DVD da mitgenommen, den Leuten gezeigt. Die fanden das dann ganz spannend, diese Erfahrung, und haben sie dann sogar ein bisschen angetrieben. Nicht? Also mach weiter, wann geht's weiter endlich? Und sie hat immer wieder einen Satz aufgeschnappt, immer wieder eine Wendung, die sie dann veranlasst hat, das Drehbuch wiederum zu ändern, bis sie dann also endlich fertig waren nach all diesen Erfahrungen, all den Jahren auch. Und dann ging es eigentlich los mit dem Geld sammeln, also dann eben den Film dann auch zu finanzieren. So what do you think, how would maybe Bedouins react on that movie? Did you know it or you have an idea? There is somebody from the Bedouins, they are elite, they saw the movie and they like it. Most of the time there was a Bedouin behind us and beside us that they are seeing what is the wrong and what is the right. It's it's very, very close for their life, very, very close. And their life, they are very nice people. They are the hospitality is very good and their eat is. Very good. Ich muss dazu sagen, Heitam hat gesagt, dass er überhaupt gar kein Englisch spricht. You said you don't speak any English. It's much better than mine. It's amazing. No. Yes, of course, really. Also ich habe gefragt, wie sind die Reaktionen? Er sagt, also die Beduinen mögen es sehr. Also sie hatten einen Berater immer an der Seite, auch der die ganze Zeit tatsächlich mal dabei war, auch beim Drehen, dafür gesorgt hat, dass es authentisch wirkt. Und das hat wunderbar funktioniert. Also er weiß, dass die Menschen das annehmen und sind sehr gastfreundlich. Die sind sehr offen, sehr herzlich. Do you have any reactions already from Bedouin people? Well, I only locked the film 3 weeks ago, so I didn't show it yet, but I did show it to the people who worked on the film with me before I locked it, because I wanted to see if I needed to change something or fix something. And they laughed throughout the whole film. They thought it was very, very funny. It was the best comedy they saw. Comedy, yes. But in the end, they said that it's a very good representation of life. It's very authentic, and they're very proud to be part of it. Great.
Happy to hear that. Also sie hat den Film ja eigentlich wirklich erst vor 3 Wochen tatsächlich richtig beendet. Also insofern hat sie denen noch nicht viel gezeigt, aber sie hat es den Leuten gezeigt, eben die Beduinen, die geholfen haben, den Film zu machen. Und die sagen, es ist eine tolle Komödie. There are some funny elements in the movie, of course. It's not just a tragedy. It was a good funny. It wasn't, they didn't see things differently. They understood it just as I meant it, but they see it, you know, in a different context. So. Sie sehen den Film natürlich auch anders, als wir ihn sehen, ganz logischerweise, haben einen anderen Kontext. Aber grundsätzlich gab es eine große Begeisterung, eine große Freude über diesen Film Sandstorm, den Sie hier im Panorama der Berlinale sehen können. Ist auch eine deutsche Koproduktion. Also haben wir Hoffnung, dass er nach Deutschland kommt. Hier sitzt jemand vom, das würde ich mal sagen, Dorothee ist hier vom Verleih, da kann ich einfach mal sagen. Die Leute wollen ihn alle jetzt sehen. Das gibt gerade große Gespräche mit vielen Verleihern in Deutschland und das wird schon. Das wird schon. Also gut, das war eine gute Nachricht zu wissen, dass der Film auch ins Kino kommt. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei den Schöpfern von Sandstorm. Der ist morgen zu sehen, 22.45 Uhr im Cinestar und es gibt 2 weitere Termine und hoffentlich dann auch bald im Kino. Elite Sechser hat diesen Film gemacht. Tudar Rabah, thank you so much. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei einem der Hauptdarsteller, bei Hatam Omari. Thank you so much. A great pleasure. Thank you.